Der Pongauer Ort Altenmarkt leidet genauso wie alle anderen Wirtschaftsstandorte unter der Corona-Krise. Das hält aber die WGA, die Werbegemeinschaft Altenmarkt, nicht davon ab, ihr alljährliches Weihnachtsgewinnspiel durchzuführen. Zu gewinnen gibt es Gutscheine von WGA-Betrieben. Die glücklichen Gewinner werden gezogen und die drei Hauptpreise von WGA-Vorstandsmitgliedern persönlich übergeben. Und zwar in jenem Geschäft, in dem die Teilnahmekarte mit dem Haupttreffer abgegeben wird. In diesem Fall bei Helis Getränke und Spezialitäten. Und was mit dem Gewinn gemacht wird, darüber hat sich schon jeder seine Gedanken gemacht. Also mein Plan ist das, dass durch das, dass ich zwei Kinder habe, eine Frau und selber auch wieder gern Einkauf in Altenmarkt, dass ich dieses Geld, was ich da gewonnen habe, natürlich auch wieder der heimischen Wirtschaft zugutekommen lasse. Man wird sicherlich demnächst, wenn die Geschäfte wieder öffnen, entsprechend diesen Umsatz tätigen. Geburtstage stehen ins Haus. Also da fällt uns sicher irgendwo was ein, wo wir das sinnvoll investieren. Nein, es ist super. Sportangebot ist sehr gut, weil ich werde den Gutschein in Sportartikel, also Elektroal, werden wir kaufen. Ich habe mein Gewinnlos beim Helis Getränke und Spezialitäten ausgefüllt und da hineingeschmissen. Und mit dem Hauptgewinn werde ich sicher 1, 2, 3 Glaserl beim Heli dann konsumieren. Und ich habe mir jetzt eine neue Skitourenausrüstung gekauft. Durch die Krise und dem damit verbundenen wochenlang anhaltenden Lockdown wird der Regionalitätsgedanke bei den Menschen verstärkt ins Bewusstsein gerufen. Für uns geht es sehr stark darum, den Lebensraum zu stärken, zu schützen. Es geht um Lehrplätze, es geht um Arbeitsplätze und das ist die wichtigste Botschaft, an alle in der Region zu kaufen, die regionalen Betriebe zu stärken und so den Lebensraum zu sichern. Ich sehe das, es ist nicht leicht momentan für die ganzen. Also es ist wichtig, dass man das regional unterstützt, das Ganze nachher, wenn es wieder geht. Und solange es uns gut geht und wir in Altenmarkt investieren und unser Geld mehr oder weniger den Unternehmen zugutekommen lassen, wird auch wieder von denen investieren und somit, das ist ein Kreislauf, der was an Sinn macht. Ne? Ja, das ist natürlich sehr wichtig, jetzt aufgrund der ganzen Lockdown-Sachen ist es jetzt umso wichtiger, dass wir eben jetzt da konsumieren und einkaufen, eben im Ort, in Altenmarkt und da die Betriebe und die Gastro und so weiter eben auch unterstützen. Seitens der Regierung kommen Signale der Entspannung. Und wir spüren schon eine gewisse Aufbruchstimmung, eine hoffnungsvolle Aufbruchstimmung und alle Betriebe zusammen, wie gesagt, freuen sich, wenn wieder geöffnet wird und wenn wieder ein Normalbetrieb gestartet werden kann. So bleibt zu hoffen, dass wir alle wieder zu einer Normalität finden werden, auch wenn es noch einige Zeit dauern wird.